Ja, hallo und guten Morgen. Hier ist der Frank von fotologbuch.de mit einem ja nicht ganz so kurzen Expertentipp zu Adobe Lightroom. Und mit diesem Tipp möchte ich auch gerne eine Frage von einem Fotokumpel von mir beantworten, der sich bei mir gemeldet hat und gesagt hat: Du Frank, ich habe hier ein Dokument, da geht es um Farblooks und ich muss jetzt hier in Lightroom bei einem Bild für die Gradationskurve ja die Werte für diese Punkte auf der Gradationskurve direkt numerisch vorgeben, damit ich natürlich das gleiche Ergebnis bekomme, was mir dort gezeigt wird. Gibt es dort irgendwo einen Trick, wie ich diese Werte numerisch direkt hier in Lightroom eingeben kann, ohne dass ich dafür Photoshop verwenden muss, sondern einfach hier in Lightroom? Geht denn das? Ja, es geht, Andreas, aber es geht nicht ganz so einfach. Also, ich habe hier mal ein Bild rausgesucht, habe mir auch gleich mal eine virtuelle Kopie angelegt. Warum, sage ich euch zum Schluss, arbeite aber trotzdem hier in dem Original. Zur Sicherheit könnt ihr euch natürlich auch einen Schnappschuss anlegen, damit ihr immer wieder zurück könnt auf diesen fest vorher definierten Wert. So, gehe jetzt hier ja in die Gradationskurve und nehme mir mal exemplarisch den Grünkanal raus. Und sage jetzt zum Beispiel, ich möchte bei diesem Bild gerne einen Mädchenhimmel haben und ziehe mal hier in der Mitte das Ding einfach ein bisschen nach unten. So, jetzt haben wir hier einen kleinen Mädchenhimmel gebaut. Okay. Aber eben rechte Maustaste draufklicken oder wie auch immer, Command-Alt-Taste gedrückt halten. Hier gibt es nirgendwo den Punkt Werte numerisch eintragen. Wie kriege ich das trotzdem hin? Ja, es geht. Aber es geht nur mit Umweg. Also rechte Maustaste auf das Bild klicken, wo wir gerade bearbeiten und sagen bitte die Metadaten für diese Bearbeitung in eine Datei speichern. So, jetzt legt er diese sogenannte XMP-Datei oder Sidecar-Datei an. Und die kann ich mir natürlich jetzt erstmal holen. Also sage ich bitte das Bild selber im Dateimanager anzeigen und habe das hier mal nach Dateinamen sortiert. Dann steht dabei auch gleich diese ja, Sidecar-Datei, diese Bearbeitungsdatei. So, wichtig ist, diese Datei müssen wir jetzt hier leider im Editor ändern, indem wir rechte Maustaste sagen, öffnen mit Editor. Bitte auch unter Windows achtet darauf, dass ihr einen Editor nehmt, der nicht formatiert, umformatiert, also WordPad oder sowas ist doof, sondern wir brauchen wirklich einen reinen Texteditor. Ich glaube, unter Windows heißt der dann Notepad, aber wenn wir das natürlich gemacht haben, dann haben wir hier unsere Textdatei. Super. Sieht ja richtig toll aus, findet man bestimmt ganz schnell, aber es gibt ja dann auch immer eine Suchfunktion und ich sage mal jetzt bitte suche mir nach dem Wort grün. Und da natürlich wieder alles in Englisch ist, darf ich auch hier gerne green reinschreiben. Und gucken wir doch mal, wo hier einiges zum Thema Grün drinne steht. Das interessiert mich alles nicht. Das interessiert mich auch nicht. Auch nicht. So, hier geht es schon los. Aha, Tone Curve Green. Aber da sind erstmal nur irgendwelche Standardeinstellungen drin. Interessiert mich nicht. Ist nicht wichtig. Aber hier wird es interessant. Tone Curve, Gradationskurve, Prozessversion 2012 Green. Und hier finden wir auch, okay. Hier haben wir nicht nur den Anfangswert und den Endwert, sondern wir haben noch einen Zwischenwert. Und das war ja genau der Punkt. Wir hatten ja nur einen Punkt hier eingefügt. So, und jetzt gehe ich an die Stelle, schmeiße einfach mal die Werte raus und ersetze sie durch meine neuen Werte, die ich irgendwo herbekommen habe. So, und 84. So, die Datei speichere ich einfach wieder. Dann kann ich auch dieses Fenster wieder schließen und gehe zurück in Lightroom. Und das Gleiche, was wir natürlich eben mit der ja, Metadaten speichern gemacht haben, können wir auch wieder sagen, Metadaten lesen. Also ich gehe hier runter und sage, bitte Metadaten aus der Datei lesen. So, jetzt kommt hier eine kleine Warnung. Bitte beachten, da gibt es sowas wie nicht rückgängig. Aber ist egal. Ich habe das mal ein bisschen dichter rangeschoben, damit ihr auch seht, wenn ich jetzt auf Lesen drücke, wie dieser Punkt hier wandert. Guckt mal auf den Punkt und ich drücke mal jetzt auf Lesen. Habt ihr gesehen? Jetzt ist der gewandert und das Bild hat sich vom Aussehen auch noch mal ein bisschen geändert. Und jetzt stehen dort wirklich exakt diese Werte drin, die ich dort vielleicht in dem Dokument gefunden habe und dort manuell eingetragen habe. Es geht leider nicht anders, ohne Photoshop dort Werte numerisch vorzugeben. Aber ihr habt natürlich so die Möglichkeit, direkt in Lightroom auch Werte exakt numerisch in Lightroom einzutragen. Tut mir leid, dass es nicht komfortabler geht. Da müsst ihr euch an Adobe wenden. Aber damit dürften auf jeden Fall auch die Leute arbeiten können, die zum Beispiel noch ein älteres Lightroom haben, Lightroom 5, 6
und keinen Zugriff auf Photoshop zum Beispiel haben und trotzdem an diese Werte ran wollen. Oder weil sie einfach sagen wollen, ich will ja gar nicht diese Ära Lightroom verlassen, ich muss nicht erst drüber nach Photoshop, ich will das alles in Lightroom machen. Also insofern habt ihr hier, habe ich euch hier die Möglichkeit zeigen können, hoffentlich, wie ihr in Lightroom direkt diese Werte für die Gradationskurve numerisch exakt vorgeben könnt über diesen ja Umweg Metadatendatei. Ich hoffe, Andreas, ich konnte dir das zeigen, was du machen möchtest. Ich konnte deine Frage damit beantworten. Ich hoffe für all die anderen, die dieses Tutorial sehen, dass es für euch auch ganz interessant war und dass ihr es vielleicht auch in Zukunft mal braucht. Ich bedanke mich auf jeden Fall. Halt, eins haben wir noch vergessen. Ich hatte ja am Anfang gesagt, ich habe eine virtuelle Kopie angelegt, aber warum habe ich diese Arbeit jetzt nicht in der virtuellen Kopie gemacht? Ganz einfach. Wenn ihr nämlich auf so eine virtuelle Kopie geht und sagt, okay, ich möchte bitte Metadaten speichern, lesen, geht alles gar nicht. Das ist ja das Problem, dass in Lightroom, oder nicht das Problem, ist ja eines der Features, dass Lightroom ja jede Originaldatei nur einmal hat und die virtuellen Kopien ja eigentlich nur Entwicklungszweige sind, die in ja, Lightroom intern in der Datenbank verwaltet werden. Und damit kann ich natürlich hier nicht separate Metadaten rausschreiben für eine virtuelle Kopie. Es gibt ja nur eine Datei und das ist eben das Original. Ja, dann bin ich jetzt aber wirklich am Ende angekommen. Ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Frank von fotologbuch.de.